1755 beobachtete man am Tag nach einem Beben einen großen Feuerball. 1816 sah man, ein ungewöhnliches Phänomen in der Luft, ein großer leuchtender Körper, gekrümmt wie ein Halbmond, erstreckte sich über den Himmel. 1750 sah man eine große Feuerkugel. 1755 wurden schwarzer Regen und schwarzer Schnee beobachtet. 1795 wurden während eines Erdbebens zahlreiche Dinge nach oben geschleudert oder gezogen. Und dem Beben war eine Wolke vorausgegangen, die sehr schwarz war und sehr niedrig hing. 1837 ging 6 Stunden vor einem Beben schwarzes Pulver nieder. Am 8. Januar 1704 ereignete sich in England ein Erdbeben, dem ein heftiger Sturm vorausging. Am 4. November 1704 ging vor einem Erdbeben ein hellleuchtender Meteor nieder. Eine leuchtende Wolke, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegte und hinter dem Horizont verschwand, wurde am 9. Dezember 1731 in Florenz beobachtet. Am 28. Mai 1732 in Schwaben, dichter Nebel in der Luft, durch welchen trübes Licht zu sehen war. Einige Wochen vor dem Beben hatte man Lichtkugeln in der Luft beobachtet. Am 18. Oktober 1737 kam in Carpentras, Frankreich, Erde herunter. Am 19. März 1750 ging in London eine schwarze Wolke einem Beben voraus. Ein heftiger Sturm und ein eigenartiger, achteckiger Stern in Slavanger, Norwegen, am 15. April 1752. Feuerkugeln in einem hellen Streifen am Himmel in Augermannland im Jahre 1752. Zahlreiche Meteore am 15. Oktober 1755 in Lissabon. Schreckliche Stürme, die lange anhielten. Hagelschauer und strahlende Meteore gab es immer wieder, dann eine riesige Kugel am 2. November 1761 in der Schweiz. Eine längliche, schwefelige Wolke im April 1767 in Deutschland. Eine außergewöhnliche Dampfwolke im April 1780 in Bologna. Am 7. August 1804 wurde der Himmel über Grenada von dunklem Dunst verdeckt. Seltsame heulende Geräusche in der Luft und große Flecken, welche die Sonne verdeckten, sah man am 16. April 1817 in Palermo. Ein leuchtender Meteor, der sich in die gleiche Richtung bewegte wie das Beben, am 22. November 1821 in Neapel. Eine Feuerkugel in der scheinbaren Größe des Mondes erschien am 29. November 1831 über dem Thüringer Wald. Phänomenen, die einem Erdbeben voraus oder mit einem Erdbeben einhergingen. Es sind ungewöhnliche Wolken, tiefe Dunkelheit, Leuchterscheinungen im Himmel und Niederschläge von Substanzen und Objekten, ob diesen nun allgemein als Meteoriten bezeichnet werden oder nicht. Fienlein nennt Dutzende von Beispielen für Tornadowolken, die sich eher wie in Wolken gehüllte feste Objekte verhielten denn wie Wolken. Er merkt an, dass beim Tornado von Americus, Georgia, am 18. Juli 1881, ein eigenartiger schwefliger Dunst von der Wolke ausging. In vielen Fällen rochen die Objekte oder die Meteoritensteine, die von außerhalb zur Erde kamen, nach Schwefel. Es ist nicht klar, warum irdischer Wind nach Schwefel riechen sollte, aber dass ein großes Objekt, das von außerhalb der Erde stammt, diesen Geruch hat, passt zu vielen anderen Daten. Das Phänomen wird in der Monthly Weather Review, Juli 1881, beschrieben als eigenartiger Schwefeldunst, der in der Nase brannte, so dass allen übel wurde, die nahe herankamen und ihn einatmeten. Ein Bericht von Charles Amery, dem britischen Gesandten in Persien. Er erwähnt eine Dunkelheit, die sich am 20. Mai 1857 in Bagdad ereignet habe. Die Dunkelheit war tiefer als die Dunkelheit um Mitternacht,
denn es waren weder Sterne noch der Mond zu sehen. Nach kurzer Zeit folgte auf die Dunkelheit ein rotes, gespenstisches Glühen, wie ich es noch nirgendwo auf der Erde gesehen habe. Die ganze Stadt geriet in Panik. Dichte Wolken von rotem Sand gingen nieder. Nature 25 sind einige Beobachtungen von Major J. Herschel zu einer Dunkelheit abgedruckt, die sich am 22. Januar 1882 um 10.30 Uhr in London ereignete. Die Dunkelheit war so tief, dass er Menschen auf der anderen Straßenseite hören aber nicht sehen konnte, und es war offensichtlich, dass von Nebel nicht die Rede sein konnte. Eine Dunkelheit am 15. April 1904 in Wimbledon, England, Simons, Meteorological Magazine, 39-69. Nirgends gab es Qualm, kein Regen, kein Donner. Die Dunkelheit dauerte 10 Minuten. Es war zu dunkel, um ins Freie hinauszugehen. Am 2. Dezember 1904 um 10 Uhr lag Memphis, Tennessee, für etwa 15 Minuten in tiefer Dunkelheit. Wie wir erfuhren, brachen die Menschen in einigen Stadtvierteln in Panik aus, und einige schrien und beteten und glaubten, das Ende der Welt sei gekommen. Monthly Weather Review, 32. In Louisville, Kentucky, gab es am 7. März 1911 um etwa 8 Uhr eine Dunkelheit, die ungefähr eine halbe Stunde dauerte. Es hatte leicht geregnet, dann war Hagel gefallen. Die tiefe Dunkelheit und der anscheinend aus dem Nichts kommende Sturm verbreiteten Angst und Schrecken in der Stadt. März 1886-79. Das nach Angaben des Daily Republican aus La Crosse vom 20. März 1886 am 19. März um 15 Uhr plötzlich tiefe Dunkelheit über die Stadt Oshkosha, Wisconsin, fiel. Binnen 5 Minuten wurde es so dunkel wie sonst um Mitternacht. Gentleman's Magazine, 33. Eine Dunkelheit, die am 19. August 1763 über London kam, war tiefer als die Finsternis von 1748. In Notes and Queries, 2. Lesen wir einen Bericht über eine Finsternis in Holland, die sich am hellen Tag ereignete. Die Dunkelheit war so tief und so erschreckend, dass viele Menschen in Panik geritten, in die Kanäle stürzten und ertranken. Signor Rico vom Observatorium von Palermo schreibt, er habe am 30. November 1880 um 8.30 Uhr morgens die Sonne beobachtet und dabei gesehen, wie mehrere Körper in langen, parallelen Linien die Sonne kreuzten. N. Papilla Science, 34-158, berichtet Serfis von einem Schatten, den Schröter im Jahre 1788 in den Mondalpen beobachtete. Zuerst sah er ein Licht, aber dann, als die Region erleuchtet war, erkannte er einen runden Schatten, wo vorher das Licht gewesen war. En l'Astronomie, 1885, lesen wir, das Observatorium von Zacatecas in Mexiko, das etwa 2500 Meter über dem Meeresspiegel liegt, habe am 12. August 1883 eine große Zahl leuchtender Körper beobachtet, die in die Sonnenscheibe eindrangen. M. Bonilla telegrafierte den Observatorien von Mexiko-Stadt und Puebla. Die Antworten lauteten, dass die Objekte dort nicht zu sehen seien. Aufgrund dieser Parallaxe waren die Körper nach Ansicht von M. Bonilla relativ nahe an der Erde gewesen. Aber wenn wir herausfinden, was für ihn relativ nahe an der Erde bedeutete, ob da nun Vögel flogen oder Insekten oder Super-Tamerlane oder die Armee eines himmlischen Richard Löwenherz, Bindestrich, dann bekommen unsere Ketzereien neuen Auftrieb. Er schätzt, die Entfernung sei geringer als die des Mondes gewesen. Am 22. März 1880 eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang in Kattenau, Deutschland, eine gewaltige Zahl von leuchtenden Körpern am Horizont aufstieg und horizontal von Osten nach Westen flog.
Der Beschreibung nach blieben die Objekte in einer bestimmten Zone, in einem Gürtel, zusammen. Sie leuchteten mit einem bemerkenswert strahlenden Licht. Am 8. August 1849 um 15 Uhr in Geis, Schweiz, an einem wolkenlosen Himmel tausende und abertausende leuchtend weiße Objekte sah, die an Schneeflocken erinnerten. Das Schauspiel dauerte etwa 25 Minuten, aber keine einzige der vermeintlichen Schneeflocken fiel herunter. Inglis meint, sein Diener habe sich eingebildet, er könne etwas wie Flügel erkennen an diesen, was immer sie waren. Auf Seite 18 des Report erklärt Sir John Herschel, er sei 1845 oder 1846 auf Objekte von beachtlicher Größe aufmerksam geworden, die in scheinbar nicht sehr großer Entfernung in der Luft schwebten. Er habe sie durch ein Teleskop betrachtet. Es habe sich um Klumpen von Heu mit einem Durchmesser von mindestens einem oder zwei Metern gehandelt. Hier stoßen wir nun auf Umstände, die mein Interesse wecken. Er erklärt weiter, es hätte schon einen Wirbelsturm gebraucht, um diese Ballen hochzuschleudern, aber die Luft sei ruhig gewesen. Natürlich herrschte an dieser Stelle etwas Wind, aber es war kein Wehen zu hören. Soweit er es habe sehen können, sei keiner dieser Klumpen auf die Erde gefallen. Von einem Mann der Wissenschaft wäre es eigentlich nicht zu viel erwartet, dass er hinausgeht und sich auf den Feldern umsieht. Aber es gehört zu unseren abergläubischen Überzeugungen, dass ein so scheinbar triviales Vorgehen, wenn man dem Geist der Zeit gerecht werden will, genau das ist, was man nicht tun darf. Wenn es sich bei diesen Klumpen nicht um Heu gehandelt hätte, und wenn Herschel hinausgegangen wäre, um eine Untersuchung vorzunehmen, und wenn er anschließend verkündet hätte, dass er eigenartige Dinge in der Luft gesehen habe, dann wäre dieser Bericht im Jahre 1846 ebenso viel am Platze gewesen wie ein Schwanz bei einem Embryo im Vierzellenstadium. Ich selbst habe diese eigenartige Hemmung auch oft gespürt. Im Rückblick frage ich mich, warum ich nicht dies oder jenes getan habe, das so leicht zu tun gewesen wäre und so viel geklärt hätte. Es war in jener Phase meiner Entwicklung nicht vorgesehen. Nature 22. Die Astronomen Herrick, Boussbellet und de Kuppis beobachteten Unmengen kleiner Körper, diesmal schwarz, Lanesky and de Figue, 1860 bis 25. M. Lamer beobachtete eine große Zahl von Objekten, die den Mond kreuzten, Lanesky and de Figue, 1874 bis 62. Er nennt außerdem ein weiteres Beispiel für dunkle Körper. Zahlreiche dunkle, kugelförmige Körper sah Messier am 17. Juni 1777, Arago, Eufres, 9 bis 38. Eine große Zahl leuchtender Körper, die von der Sonne in verschiedene Richtungen zu strömen schienen, wurde, laut Poirier, während einer Sonnenfinsternis am 15. Mai 1836 von Professor Auber in Havanna beobachtet. M. Poirier zitiert eine weitere Beobachtung am 3. August 1886. M. Lothart erklärt, es habe sich um Vögel gehandelt, L'Astronomie. 1886 bis 391. Eine große Zahl kleiner Körper habe die Sonnenscheibe überquert, manche schnell und manche langsam. Die meisten seien kugelförmig gewesen, einige anscheinend auch dreieckig, und manche hatten komplexere Gestalten. Sie wurden von M. Trouvelot beobachtet, der, ob es sich nun um Samen, Insekten, Vögel oder andere alltägliche Dinge handelte, noch nie etwas derartiges gesehen hatte, Lanesky and de Figue, 1885 bis 8. In einem Bericht des Observatoriums von Rio de Janeiro ist von einer großen Zahl von Körpern die Rede, welche die Bahn der Sonne kreuzten. Einige hätten geleuchtet, andere seien dunkel gewesen. Dies sei vom Dezember 1875 bis zum 22. Januar 1876 zu beobachten gewesen, La Nature, 1876 bis 384.
Aus großer Entfernung kann natürlich jede Form rund oder rundlich erscheinen, aber wir wollen darauf hinweisen, dass wir auch Hinweise auf komplexere Formen haben. In L'Astronomie 1886 bis 70 wird Embriguires Beobachtung wiedergegeben. Am 15. und 25. April 1883 habe er in Marseilles beobachtet, wie die Sonne von unregelmäßig geformten Objekten überquert wurde. Manche von ihnen bewegten sich, als folgten sie einer festen Ordnung. Henry Waldner in Nature, 5. Dass er am 27. April 1863 eine große Zahl kleiner, glänzender Körper von Westen nach Osten habe ziehen sehen. Er habe Dr. Wolf beim Observatorium in Zürich verständigt, der sich mit eigenen Augen von diesem eigenartigen Phänomen überzeugte. Dr. Wolf hatte ihm erzählt, Sig. Capocchi vom Capodimonte-Observatorium in Neapel habe am 11. Mai 1845 ähnliche Körper beobachtet. Die Umrisse waren sehr unterschiedlich, oder nur verschiedene Aspekte ähnlicher Umrisse. Professor Coffin, United States Navy, Journal of the Franklin Institute. Dass er während einer Sonnenfinsternis im August 1869 durch sein Teleskop beobachten konnte, wie mehrere im Sonnenlicht strahlende helle Flocken vorbeitrieben, die ihn an Distelsamen erinnerten. Aber das Teleskop war so eingestellt, dass diese Dinge, da sie scharf zu sehen waren, weit von der Erde entfernt gewesen sein müssen. So weit, dass die Schwierigkeiten der Orthodoxie so groß bleiben wie zuvor, ganz egal, womit wir die Erscheinungen erklären, Bindestrich. Professor Coffin sagt, die Objekte seien gut zu erkennen gewesen. In den Monthly Notes of the Royal Astronomical Society, 11, ist ein Brief von Rev. Verrett abgedruckt. Dass er am 4. September 1851 um 9.30 Uhr eine Reihe selbstleuchtender Körper gesehen hatte, die vor dem Sichtfeld seines Teleskops vorbeiglitten, manche langsam, andere schnell. Sie schienen eine mehrere Grad breite Zone einzunehmen. Die meisten flogen von Ost nach West, einige aber auch von Norden nach Süden. Es waren gewaltig viele, und man konnte sie 6 Stunden lang beobachten. Mitteilung von Dr. F. B. Harris, Papier Astronomie, 20. Dass er am Abend des 27. Januar 1912 er auf dem Mond, ein tiefschwarzes Objekt, sah. Er schätzte die Länge auf 250 Meilen und die Breite auf 50 Meilen. Das Objekt ähnelte verblüffend einer schwebenden Krähe. Dann sei die Beobachtung durch Wolken gestört worden. Ende Zeitschrift Astronomische Nachrichten, Nummer 3477, erklärt Dr. Martin Brendel aus Greifswald. Ein Postmeister namens Ziegler und andere Beobachter hätten einen Körper von etwa 6 Fuß Durchmesser über die Sonnenscheibe ziehen sehen. Die Dauer des Transits lässt in diesem Fall ein Objekt vermuten, das weit von der Erde, aber auch weit von der Sonne entfernt war. Das Objekt wurde bereits eine Viertelstunde, bevor es die Sonne erreichte, gesehen. Es brauchte etwa eine Stunde, um die Sonne zu überqueren, und danach blieb es noch eine weitere Stunde sichtbar. Ich glaube, er ist ein riesiger schwarzer Vampir, der manchmal über der Erde und anderen Körpern brütet. Science, 31. Juli 1896. Dass Mr. W.R. Brooks, der Direktor des Smith Observatoriums, einem Zeitungsbericht zufolge ein dunkles rundes Objekt gesehen hatte, das in horizontaler Richtung langsam vor dem Mond vorbeiglitt. Nach Brooks Ansicht handelte es sich um einen dunklen Meteor. In Science erklärt am 14. September 1896 ein Korrespondent, seiner Ansicht nach könne es auch ein Vogel gewesen sein. Wir werden wenig Ärger mit Leuten haben, die Kometen und Vögel in einen Topf werfen, wenn uns ausführliche Beobachtungen von Objekten vorliegen, deren Größe auf Hunderte von Meilen geschätzt wird. Zu dem Körper,
den Brooks sah, gibt es eine Anmerkung von dem holländischen Astronomen Müller im Scientific American, 75, dass er am 4. April 1892 ein ähnliches Phänomen beobachtet habe. In Science Gossip, 3, werden Einzelheiten zu dem von Brooks beobachteten Objekt wiedergegeben. Der scheinbare Durchmesser betrug ein Dreißigstel der Mondscheibe, und die Mondscheibe wurde in 3 bis 4 Sekunden überquert. Der Autor schreibt in Science Gossip, er habe am 27. Juni 1896 um 1 Uhr den Mond mit einem starken Fernglas beobachtet. Ein schwarzes Objekt sei von West nach Ost vorbeigeflogen, und der Transit habe 3 bis 4 Sekunden gedauert. Er glaubt, bei dem Objekt habe es sich um einen Vogel gehandelt. Allerdings sei kein Flügelschlag zu bemerken gewesen. Die Londoner Times vom 17. Dezember 1883. Ein Auszug aus einem Brief von Hicks Passhaf, das er am 24. September 1883 in Ägypten durch Gläser, im unteren Teil der Sonne einen riesigen schwarzen Fleck gesehen, hatte. Vielleicht ein Sonnenfleck. Ein Bericht des Observatoriums von Kapstadt. Am Rand der Mondsichel sei im dunklen Bereich ein weißlicher Punkt beobachtet worden. Man habe 3 kleinere Lichter ausmachen können. Im Report of the British Association, 18, ist eine Beobachtung von Rankin wiedergegeben, der während einer Finsternis im verdunkelten Teil des Mondes leuchtende Punkte bemerkte. Sie wirkten auf den Beobachter wie Reflexionen der Sterne. Das klingt nicht sehr vernünftig. Doch im Annual Register, 18, wird ein Licht erwähnt, das nicht auf einen Stern zurückgeführt werden konnte. Es bewegte sich zusammen mit dem Mond und wurde von Carter in 3 aufeinanderfolgenden Nächten beobachtet. Ein wanderndes Licht wird in Philosophical Transactions, 84, erwähnt. Der Autor hatte den Eindruck, ein Stern ziehe vor dem Mond vorbei, was, bedenkt man es recht, natürlich unmöglich ist. Es war ein stehendes, ruhiges Licht in einem dunklen Bereich des Mondes. Ich vermute, stehendes Licht, passt auf einen Leuchter. 1787 beobachtete Herschel weitere Lichter auf dem Mond oder in der Nähe des Mondes. Er vermutete einen vulkanischen Ursprung. In Philosophical Transactions, 82, findet sich Herschels Bericht über zahlreiche leuchtende Punkte, die er während einer Finsternis auf dem Mond oder in der Nähe des Mondes sah. Die Frage, warum diese Punkte leuchteten, während der Mond selbst verdunkelt war, stellt uns vor große Probleme, außer, dass wir später annehmen, oder nicht annehmen, werden, dass schon oft leuchtende Objekte in Erdnähe gesichtet worden sind, nachts. Aber dass sie so zahlreich waren, ist ein neuer Faktor oder ein neuer Störfaktor bei unseren Forschungen, Ein neuer Aspekt, der auf Bewohner oder Benutzer des interplanetarischen Raumes hinweist, Welten in Gruppen, oder Wesen, vielleicht geflügelte Wesen, ich würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende Engel entdecken, oder Wesen in Maschinen, himmlische Reisende in ihren Fahrzeugen, Ein Bericht von Pastow, dass er im Jahre 1836 zweimal und im Jahre 1837 einmal 2 runde Flecken von unterschiedlicher Größe sah, die sich über die Sonne bewegten, ihre relativen Positionen zueinander veränderten und jedes Mal einen neuen Kurs oder einen neuen Orbit einschlugen. Bereits im Jahre 1834 hatte er 6-mal ähnliche Körper über die Sonnenscheibe gleiten sehen, was ganz ähnlich ausgesehen hatte wie Merkur-Transit. Es wird berichtet, dass ein weiterer Beobachter in Paris, der zur gleichen Zeit die Sonne beobachtete, das Objekt nicht ausmachen konnte. Das aber M. Croste in Soleil, etwa 45 Wegstunden nördlich von Lausanne, es beobachten konnte. Er beschrieb die gleiche Spindelform, machte über die Breite aber abweichende Angaben. Und nun kommt der wichtige Punkt,
dass er und M. de Roos dann das Objekt nicht in der gleichen Region der Sonne sahen. Dies ist die Parallaxe, und da das Objekt von Paris aus nicht zu beobachten gewesen war, muss die parallaktische Verschiebung groß gewesen sein, oder, dass im Sommer 1762 im Laufe eines Monats ein großes, undurchsichtiges, spindelförmiges Objekt vor der Sonnenscheibe, aber sehr weit von ihr entfernt, vorbeizog. Der Autor im Register meint, kurz gesagt, wir kennen am Himmel nichts, wonach wir greifen könnten, um das Phänomen zu erklären. Ich vermute, er war nicht hoffnungslos süchtig nach Erklärungen. Er war außergewöhnlich, und wir fürchten. Am 9. August 1762 vermaß M. de Roos dann aus Basel, wie das Annual Register, 9-120, schreibt, in Lausanne die Höhe der Sonne. Er sah einen großen, spindelförmigen Körper, etwa 3 astronomische Zoll breit und 9 astronomische Zoll lang, der langsam über die Scheibe der Sonne zog, höchstens mit der Hälfte der Geschwindigkeit, mit der sich gewöhnliche Sonnenflecken bewegen. Das Objekt verschwand erst am 7. September, als es den Rand der Sonne erreichte. Aufgrund der spindelförmigen Gestalt neige ich zur Vorstellung, es sei ein Superzeppelin gewesen, aber eine andere Beobachtung scheint eher zu belegen, dass es sich um eine Welt handelte, denn das Objekt war undurchsichtig und verdunkelte die Sonne, und es hatte eine Art Dunst um sich, oder eine Atmosphäre. Eine Penumbra wäre an sich ein Hinweis auf Sonnenflecken, aber andere Beobachtungen lassen vermuten, dass das Objekt ein gutes Stück von der Sonne entfernt war. 1859 verkündete Dr. Les Carbault, ein Amateurastronom aus Orgères, Frankreich, er habe am 26. März des gleichen Jahres einen Körper von der Größe eines Planeten vor der Sonne vorbeiziehen sehen. Wir betreten hier ein Gebiet, das dem gegenwärtigen System so unheimlich ist, wie seine größten Schätze oder das Abstreiten von Wundern dem vorhergehenden System unheimlich waren. Im ersten Bulletin des Lowell Observatoriums beschrieb Professor Lowell im Jahre 1903 einen Körper, der am 20. Mai 1903 am Terminator des Mars entdeckt wurde. Am 27. Mai vermutete man den Körper immer noch an dieser Stelle. Wenn er noch dort war, dann hatte er sich, erfahren wir, um etwa 300 Meilen bewegt und war wahrscheinlich eine Staubwolke. Astrophysical Journal, 127. Ein das Licht reflektierenden Körper oder ein heller Fleck in der Nähe des Mars, am 25. November 1894 von Professor Pickering und anderen im Lowell Observatorium über einem unbeleuchteten Teil des Mars beobachtet, anscheinend selbstleuchtend, man hielt es für eine Wolke, aber schätzungsweise 20 Meilen vom Planeten entfernt. Im Jahre 1645 ein Körper, der groß genug war, um wie ein Satellit der Venus zu wirken, in deren Nähe gesichtet wurde. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird noch 4 weitere Male von ähnlichen Beobachtungen berichtet. Der letzte Bericht datiert von 1767. In der Nähe der Venus wurde, laut Science Gossip, 1886 bis 178, 7-mal ein großer Körper beobachtet. Mindestens ein Astronom, Hozzaro mit Namen, akzeptierte diese Beobachtungen und gab der Welt, dem Planeten, der Superkonstruktion, den Namen Night. Seine Ansichten werden in den Transactions of the New York Academy of Science, 5 bis 249, erwähnt, aber nicht weiter verfolgt. Bericht eines Beobachters vom Signalservice aus Charlotte. Am 21. wurde ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet. Wir waren darüber informiert worden, dass seit einigen Wochen vor diesem Datum täglich um 15 Uhr in der Nähe von 2 Bäumen Regen auf einem ganz bestimmten Fleck an der Ecke der 9th und D Street niedergehe. Ich suchte den Ort auf und beobachtete um 16.47 Uhr und um 16.55 Uhr bei strahlendem Sonnenschein Niederschlag in Form von Regentropfen.
Am 22. suchte ich den Ort abermals auf, und von 16.05 bis 16.25 Uhr ging aus wolkenlosem Himmel ein leichter Regenschauer nieder. Manchmal fällt der Niederschlag in einem Gebiet von einem halben Acre Größe, aber immer scheint das Zentrum zwischen diesen beiden Bäumen zu liegen, und wenn der Niederschlag nur leicht ist, fällt er ausschließlich dort. Vom 21. Oktober 1886 in Charlotte, North Carolina, drei Wochen lang Wasser vom Himmel auf eine ganz bestimmte Stelle gefallen war. Dies trug sich jeweils nachmittags um 15 Uhr zu, ob der Himmel wolkenlos war oder nicht. Das Wasser oder der Regen fiel auf ein kleines Landstück zwischen zwei Bäumen und nirgends sonst. Am 8. August 1901 auf Florence Island im St. Lorenz-Strom zusammen mit gewöhnlichem Hagel Eisstücke fielen, die, geformt waren wie Eiszapfen. Sie hatten die Größe und die Form von Bleistiften, die in etwa Zentimeter große Stücke geschnitten worden waren. Juni 1889. Das nach einem Bericht des Leader aus Turin, New York, in Oswego, New York, am 9. Juni 1889 während eines Gewitters Eisbrocken niedergingen, die, Bruchstücken von Eiszapfen, ähnelten. Von dem Eis, das am 16. Juni 1882 in Dubuque, Iowa, herunterkam und in das teilweise lebendige Frösche eingeschlossen waren, heißt es in Monthly Weather Review, Juni 1882, es habe sich um Stücke mit einem Umfang von 17 Zoll gehandelt. Das größte habe ein Dreiviertel Pfund gewogen, und auf einigen Stücken habe man einen halben Zoll lange Eiszapfen gefunden. Wir betonen, dass es sich bei diesen Objekten nicht um Hagelkörner handelte. Der einzige Berührungspunkt sind hier knollige Hagelkörner, große Hagelkörner mit Vorsprüngen, die durch die Kristallisation entstanden sind. Aber hier besteht keine Verbindung zu irdischen Phänomenen, und diese Objekte sind mit orthodoxen Methoden nicht zu erklären. Es ist undenkbar, dass Hagelkörner, die sich nur wenige Sekunden im freien Fall befinden, auf diese Weise kristallisieren und wachsen könnten. Einen Bericht über derartige Hagelkörner finden Sie in Nature, 61 bis 594. Bemerkenswert ist die Größe, einige von ihnen waren so groß wie die Putteneier. Flammarion, The Atmosphere, Seite 394. Dass sich am 18. Juni 1839 eine tiefe Dunkelheit über Brüssel legte. Dann kamen flache Eisstücke von jeweils einem Zoll Länge herunter. Am 2. April 1889 wurde es in Aitkin, Minnesota, dunkel. Dann sah man, wie dicke Eisbrocken vom Himmel fielen, Science, 19. April 1889. Mai 1884 bis 134. Der Bericht eines Beobachters vom Signalservice aus Bismarck, Dakota. Das am 22. Mai 1884 um 21 Uhr in der ganzen Stadt laute Geräusche zu hören waren, die durch herunterfallende und gegen Fensterscheiben schlagende Feuersteine verursacht wurden. 15 Stunden später fielen in Bismarck abermals Feuersteine herab. Die geschmolzenen Festungen in Schottland, Irland, in der Bretagne und in Böhmen. Oder dass Azuria einst versuchte, mit elektrischen Stürmen alle Völker von dieser Erde zu fegen, die sich ihr widersetzten. Die riesige blaue Kugel Azurias erschien am Himmel. Wolken färbten sich grün. Die Sonne wirkte formlos und purpurn in dem Zorn, der von Azuria ausstrahlte. Die weißen oder gelben oder braunen Völker in Schottland, Irland, der Bretagne und Böhmen flohen auf die Hügel und bauten Festungen. In einer realen Existenz wären Hügel, die für einen fliegenden Feind am leichtesten zugänglich sind, der letzte Ort, an den man fliehen würde. Aber hier, in der Quasi-Existenz, wo wir daran gewöhnt sind, in gefährlichen Augenblicken auf einen Hügel zu laufen, tun wir es, auch wenn wir uns dadurch der Gefahr nähern.
Das kommt in der Quasi-Existenz häufig vor, man versucht zu fliehen, indem man sich dem Verfolger nähert. Auf Hügeln bauten sie, oder besaßen dort bereits, Festungen. Etwas schüttete Elektrizität über sie aus. Die Steine der Festungen existieren heute noch. Sie sind verglast oder geschmolzen. Die geschmolzenen Festungen rings um England, aber nicht in England selbst. Die Londoner Times vom 20. Juli 1836. Dass Anfang Juli 1836 in der Nähe von Edinburgh ein paar Kinder in den Hügeln, die als Ardoseat bezeichnet werden, nach Kaninchen suchten. An einem Hang stießen sie auf einige dünne Schiefertafeln, die sie herauszogen. Eine kleine Höhle. 17 winzige Särge. Jeweils 3 oder 4 Zoll lang. In den Särgen befanden sich kleine Holzfiguren. Sie waren in unterschiedlichen Stilrichtungen und mit unterschiedlichen Materialien bekleidet. Es waren 2 Reihen mit jeweils 8 Särgen, und eine 3. Reihe war mit einem Sarg begonnen worden. Was besonders geheimnisvoll erscheint. Dass die Särge einzeln und im Abstand von vielen Jahren in die kleine Höhle gestellt worden waren. Die Särge in der 1. Reihe waren ziemlich verfallen, und die Stoffe waren verfault. In der 2. Reihe waren die Auswirkungen des Alters noch nicht so stark zu sehen. Der letzte Sarg sah noch recht neu aus. In den Proceedings of the Society of Antiquarians of Scotland, 3-12-460, ist ein ausführlicher Bericht über den Fund abgedruckt. 3 der Särge und 3 der Figuren sind abgebildet. Also Elvira mit seinen flaumigen Wäldern und den mikroskopisch kleinen Austern, und wenn die Elvira dann nicht sehr weit fortgeschritten sind, dann baden sie und benutzen dabei Schwämme in der Größe von Stecknadelköpfen, Bindestrich. Oder, dass es Katastrophen gab, dass Bruchstücke von Elvira auf die Erde gefallen sind. In Popular Science, 20-83, schreibt Francis Bingham über die Korallen und Schwämme und Muscheln und Haarsterne, die Dr. Hahn in Meteoriten gefunden haben wollte und erklärt, indem er die Fotos von ihnen beurteilt, dass, besonders eigenartige, an ihnen sei, ihre äußerst geringe Größe. Die Korallen beispielsweise sind nur 1/20 so groß wie irdische Korallen. Sie sind Vertreter eines Zwergenreichs der Tiere. Am 10. September 1910 schreibt Charles F. Holder im Scientific American: Vor vielen Jahren stürzte ein seltsamer Stein, der einem Meteoriten ähnelte, ins Tal der Agui in Mexiko. Im ganzen Land erzählte man sich, ein Stein, auf dem sich menschliche Inschriften befänden, sei auf die Erde herabgekommen. Am 20. Juni 1887 fiel in Tarbes, Frankreich, eine Scheibe aus bearbeitetem Stein vom Himmel. Im November 1885 in Neapel ein recht großer Stein, offensichtlich bearbeitet und künstlichen Ursprungs, der abgefallen war. Der Stein wurde von 2 Professoren aus Neapel untersucht, die ihn als unerklärlich, aber authentisch akzeptierten. In der Times, 16. September 1852, ist ein Brief von Mr. George E. Bailey abgedruckt, einem Chemiker aus Andover, Hampshire. Er sagt: Während eines schweren Unwetters in der 1. Septemberwoche 1852 sei dieses Objekt im Garten von Mr. Robert Dowling in Andover gelandet. Es sei, 6 Meter vom Haus entfernt, auf einen Weg gefallen. MRS. Dowling habe es, unmittelbar, nach dem Sturm aufgehoben. Das Objekt sei so groß wie eine Cricketkugel gewesen und habe 4 Pfund gewogen. Niemand hatte es fallen gesehen. In der Times vom 15. September 1852 finden wir einen Bericht über das Gewitter, das in der Tat ungewöhnlich heftig gewesen sein muss. Es gibt noch einen weiteren Bericht über den Einschlag einer Kanonenkugel. Er ereignete sich vor Mr. Simons Untersuchung, doch Simons erwähnt ihn nicht. Der Fall wurde jedoch von anderen untersucht. In den